Narkosen werden üblicherweise mit einer Kombination verschiedener Medikamente durchgeführt. Als erstes Medikament werden Hypnotika eingesetzt, wie zum Beispiel Propofol. Als zweite Substanzgruppe werden Opiate eingesetzt, die zu den Schmerzmedikamenten gehören, wie zum Beispiel Fentanyl, Remifentanil oder Sufentanil, je nach Dauer des Eingriffs. Als dritte Substanzgruppe kommen Muskelrelaxantien zum Einsatz, die zu einer Entspannung der Körpermuskulatur führen. Je nach Art des Eingriffs und möglicher Vorerkrankungen wird die bestmögliche Kombination an Medikamenten verwendet, um für eine sichere Narkose des Patienten zu sorgen.